Freunde, und willkommen zurück zu Minecraft Birke. Ja, lange ist es her, dass ich eigentlich auch mal ein Video von Birke online gebracht habe, aber ich dachte, heute ist es mal wieder Zeit, mal wieder ein bisschen was auf Birke zu machen und natürlich auch um unser Haus weiterzubauen. Deswegen machen wir das Ganze einfach mal. Ich schnapp mir hier mal eben ein paar Sachen aus meiner Truhe. Dann können wir damit anfangen. Ich brauche hier nochmal ein Schwert. Hab ich noch gar keins mehr. Das kann hier bleiben. Hier nehme ich mir nochmal ein bisschen Eisen mit. Und wir brauchen auf jeden Fall ein paar Schaufeln. Ich nehme hier mal 3 mit. Weil wir haben natürlich auch ein Vorhaben. Letzte Folge hatten wir hier irgendwie weitergemacht mit unserem Weg nach oben, der auch echt cool war. Und jetzt müssen wir halt mal gucken. Wir haben ja hier ein bisschen Platz gemacht für unser Haus. Doch jetzt möchte ich ganz gerne das Ganze hier noch ein bisschen anpassen eigentlich. Das ist so noch das Thema. Nur ich überlege halt, ob das wirklich so sonderlich Sinn macht. Denn ob man das hier einfach ein bisschen lässt oder wie auch immer. Aber ich werde das, glaube ich, doch mal ein bisschen terraformen. Ich glaube, dann ist das auch ganz gut, weil sonst ist das ein bisschen doof. Und weil wir halt auch ein bisschen Platz brauchen, mache ich das jetzt einfach mal. Vielleicht müssen wir ja nicht alles unmittelbar terraformen, sondern so, dass man halt noch ein bisschen Platz halt hat. Müssen wir gleich mal gucken, wie genau. Na, so dass wir jetzt hier nicht den ganzen Berg irgendwie runterbauen müssen, ne? Sondern halt nur ein bisschen was. Ja, und kurz nochmal drauf zurückzukommen. Es sind natürlich auch gerade, wie ihr seht, ein paar auf dem Server online, was ganz cool ist. Hallo, Leute. So. Und wir haben natürlich auch wieder, oder wir sind gerade auch aktuell ein bisschen dabei, ja, wie soll ich das sagen, ohne zu viel zu spoilern? Wir sind gerade auch wieder dabei, ein bisschen den Server zu verschönern, zu verbessern und ein bisschen auch umzustellen, auch gesagt, so gesagt. Denn wir sind nämlich im Moment an einer neuen Welt am Planen und an neuen Plugins, die vielleicht ja schon, wenn das Video online ist, da sind. Ich weiß es noch nicht so genau. Auf jeden Fall wird es demnächst nochmal die ein oder andere Veränderung geben, die euch hoffentlich gefällt. Ich bin gespannt, denn es ist natürlich nicht immer ganz so einfach, es jedem recht zu machen, aber mit dem Plugin sollte das Ganze eigentlich für euch persönlich wieder ein bisschen schöner und interessanter werden. Deswegen haben wir uns entschieden, so eine Art Plugin zu installieren, reinzunehmen. Ja, deswegen, lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall ziemlich cool. Wir sind auf jeden Fall am Werkeln, Leute. Wir sind am Werkeln. So, und jetzt muss ich hier mal eben wieder ein bisschen hiervon nehmen. So, ne, ihr seht beispielsweise hier schon eine Änderung, MBS, ne, die Boden-Items werden gelöscht. Ne, wir sind gerade auch viel uns selber am Umschreiben und viel selber am Neuschreiben. Da sind unsere Developer, wir haben ja jetzt mittlerweile schon 2, was ziemlich cool ist. Sind da nämlich aktuell echt fleißig dabei und lasst den Jungs auch mal ein dickes Danke da. Dass die sowas machen, ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil nur so wird das natürlich alles viel cooler. So. Ich überlege gerade, was ich hier noch machen könnte, weil ich möchte ganz gerne
brauche auf jeden Fall. Was geht denn hier ab? Haben sie sich alle meinen Skin angezogen? Voll gut. Ach Leute, voll gut. So, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte auf jeden Fall ein cooles Haus bauen und ein auch vielleicht sogar relativ großes. Deswegen überlege ich halt, wie ich das hier am besten gestalte mit dem ganzen Platz, weil uns gehört ja so ziemlich dieser komplette Berg. Ich überlege jetzt, auf welcher Ebene es Sinn macht, das anzupassen. Ob wir das hier alles noch wegreißen sollten, um das hier so, sag ich mal, anzupassen. Ich glaube, wir passen das jetzt hier erstmal an. Ja, hier erstmal. Hier haben wir ja so gesehen erstmal schon mal ein bisschen Platz. So ist es ja nicht. Ui, Bäumchen. So. Ja, so machen wir das. Hey, wake up. Oha. Ich kann gerade nicht, ich bin nicht abgewaked. Hier habe ich auch noch Erde. Perfekt. Perfekt, perfekt. So. Hat jemand von euch Steine, Korbel über? Hey, wake up! Oh, was? Okay, alle eben. Unlock. Ihr könnt hier das reinpacken. Danke. Schön. So. Hey, wake up. Och, Alter, wer nervt denn hier gerade so? So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall ja schon mal Platz. Die ganzen Cobblestones müssen wir natürlich noch mal irgendwie schmelzen. Dafür nehmen wir uns am besten. Besten nehme ich hier mal eine Station mit. So. Das Ding ist halt, ich brauche noch ein bisschen Kohle. So. Gucken wir mal so. Dann den hier drauf. Und hoch. Und den jetzt noch hier drauf. So. Okay. Dankeschön. So, jetzt können wir hier die Steine nehmen. Packe die hier erstmal rein. Zack. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Kohle. Ich glaube, wir sollten erstmal ein bisschen Kohle farmen gehen, weil ich glaube, wir haben gar nichts mehr, ne? Ja, doch, 15 haben wir noch, okay. Dann machen wir 1, 2, 3. Machen wir mal 3 Holzkohle einfach klar.
Und danach können wir, wird das ja auch, danach wird das ja so sein. Und wir werden uns jetzt einfach mal auf den Weg Richtung Farm machen. Na, hier wurde mir auch der Weg verschönert, muss ich mal so anmerken. Und hier, das ist sowieso, habt ihr das überhaupt schon gesehen? American Truck Simulator. Hat jemand einen ziemlich coolen Truck gebaut. Einfach mal auf den Weg. Finde ich ziemlich, ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Voll geil. Voll cool. Der wurde hier mir vor die Tür quasi gestellt. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir Richtung Farmwelt gehen, damit wir mal ein bisschen Kohle farmen können. Wo ist denn hier da? Hier geht's lang. Hier geht es lang, Freunde. Alter, was ist hier denn los? MC Luki. So, wir wollen natürlich hier, müssen wir nochmal gucken. Birkenzeit. Alter, what? Ist das ein Zeitungsgebäude? Erdgeschoss. Ich glaube, das ist das Zeitungsgebäude. Kann das sein? Voll geil. Finde ich ja ziemlich cool. Voll geil. Wie gesagt, für die Leute, die damals ja auch noch die Zeitung gemacht haben, ich bin auch, wie gesagt, bereit, euch im Forum einen Bereich zu geben, wo ihr die Zeitung quasi ins Forum schreiben könnt, ne? Also, so ist es nicht. Nur damit ihr es mal gehört habt, weil im Moment ist auch, kann man auch wieder viel Neues im Forum finden. Und ich hatte letztens auch mal an alle gewitelisteten Leute eine E-Mail geschickt, halt als kleine Info so gesehen, dass ihr auch nicht das Forum außer Acht lassen solltet, weil da natürlich auch viel, viel drinne steckt und man da halt auch nochmal, wie gesagt, mal vorbeischauen kann. Ne? Dass man nicht immer halt unbedingt fragen muss, sondern erstmal selber ein bisschen recherchiert, um dann zu gucken, okay, es ist mal wieder keine Farmwelt, MT Farmwelt Welt 1. MVTP Farm. Okay, so, Farmwelt. Hier möchte ich hin, perfekt, und hier ist Kohle. Da müssen wir gleich mal gucken. So, dann weiß er schon mal Bescheid. Und ich gucke mal, dass ich hier auf jeden Fall Kohle kriege, weil Kohle ist wirklich was, was wir auch jetzt ziemlich viel brauchen. Wir werden auch wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch recht viel zwischendurch farmen müssen. Einfach aus dem Grund, weil ich mit meinem Haus, was ich ja bauen möchte, auch ziemlich viel Cooles vorhabe, so gesehen. Deswegen wird es auch viel Farmen wird benötigt, weil ich halt ziemlich coole Rohstoffe brauche, weil es halt kein ganz normales Schickimicki, weiß nicht was Haus wird, sondern es soll halt was Cooles werden. Falls ihr natürlich auch noch Vorschläge habt, gerne in die Kommentare. Na, ich bin natürlich, wie ihr wisst, für alles offen, was ihr mir vorschlagen wollt. Das kriegen wir auf jeden Fall alles hin. Und wir schauen mal. So. Okay, wo ist hier noch Kohle? Das sind natürlich immer die besten Wege, ne, die Kohle zu finden. Gerade hier auch auf den Bergen, wo es halt ziemlich offen gelegen ist. Ist natürlich ziemlich cool. So, demnächst, wenn wir sowieso so viel farmen gehen werden, werden wir auch wahrscheinlich wieder so viel Kohle finden. Dann haben wir wieder Kohle im Überschuss. Aber im Moment brauchen wir die Kohle halt eben, um Steine zu schmelzen, Fackeln zu bauen und solche Sachen. Ihr kennt es ja. Na, deswegen müssen wir halt auch mal ein bisschen Kohle farmen. Aber Freunde, ich würde sagen,
Wir machen weiter in der nächsten Folge und ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaut gerne beim nächsten Mal wieder mit rein bei Minecraft Birke, dem Community-Server, und für jeden, der noch mitspielen möchte, kann das auch gerne tun, indem er sich einfach auf die Whitelist einträgt, und dafür findet ihr natürlich alle Infos in der Videobeschreibung. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Bauer, ciao, ciao.